Dann können wir jetzt die Halterung lösen. Schön, Docking-Halterung gelöst. Und da ist er ganz zufällig genau in dem Moment da. Ja, es wird funktionieren. Es ist noch nicht zu spät. Ich glaube, du wirst sterben. Dinge zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Das Arschloch! Uns wieder ganz machen. Beeilen Sie sich. Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Du wirst mir jetzt nicht flüchten hier, ja? Typ. Wehe dir, ich bring dich um. Shuttle-Sicherung gelöst. Oh, komm. Ich will auch mal im Shuttle sitzen. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Ich will auch mal im Shuttle sitzen, Leute. Keine Ahnung, ob kein verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Ach. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. Ja, wo ich vorhin noch gesagt habe, keine Ahnung, wer kein ist, jetzt wissen wir es wieder. Sorry, ich hab's nicht so mit den Namen. Ich war froh, dass ich mich noch an Mercer erinnern konnte und noch wusste, wie Isaac mit Nachnamen hieß. Kein war der, also okay. Der war auf der Liste der Unitologen mit. Hey. Hat er das mit erwähnt gehabt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Ich habe mich hier total heißer geschrien gerade. Ah. Mein Freudenschrei über den Tod des Regenerationsarschs hat gerade leichte Spuren an meinem Hals hinterlassen, an meiner Kehle, an meinem Stimmband. So, einmal durch den Kerl durch. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten. Den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Alter, du bist absolut scheiße gestört gewesen. Also tut mir leid, aber hey. Ich sag gar nichts dazu. Was für ein Psycho. Aber jetzt hat sich's ja erledigt mit dem Kerl, das ist ja auch schön. Wenn er meint, dass er das tun muss, wenn er meint, dass er sich vom Flattermann infizieren lassen muss, naja, meine Güte. Dann werden wir ihm gleich mal ein paar Gliedmaßen abschneiden gehen, das geht schon. So, jetzt können wir auch mal hier oben gucken. Vielleicht hat Kain ja ein paar Sachen für uns hinter... Ah, hat ein Medipack für uns hinterlassen, so, so. Das hätte er uns ja auch mal verraten können, der Arsch. So, und ein paar Bücher, von denen wir wieder nichts lesen können und nichts mitnehmen können. Ich möchte mich in eine Ecke setzen und lesen. Können wir das nicht irgendwie arrangieren? Kein kann so lange warten. So. Gut, mal gucken, wo wir jetzt eigentlich hin müssten. Ich habe mal wieder keine richtige Ahnung. Mal wieder nicht richtig zugehört. Wahrscheinlich muss ich irgendwie zur Monorail und zu einem anderen Gebiet. Oh, hi. Du, ja? So. Ist das hier unser Freund Dr. Mercer? Doc? Bist du es? Bist du Doc Mercer? Du bist ja lustig am Herumflattern. Komm, wir machen mal eine Runde Weitflug. Hui! Platsch. Ich glaube, ich speichere erstmal. Nee, 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 das sind Zustände hier, ganz ehrlich. Das kannst du dir nicht glauben. So. Und du Arschkrampe? Ich hoffe, ich sehe nicht mehr allzu viele von euch. So, hat sich ausgeflattert. Was jetzt aber auch noch zu klären wäre, ist natürlich Isaacs geistige Gesundheit, ne? Da oben lang? Ja, wir gehen wieder zur Monorail, alles klar. Denn er hat ja ein paar Mal seine Freundin gesehen. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Tolles Namensgedächtnis, ich weiß. Don't waste space, full circle. Aber das müsste sich ja auch noch ein bisschen irgendwie zuspitzen, ne? Da müsste sich ja auch noch klären, was genau da ist. Immerhin hatte sie sogar mal richtig physisch vor sich gehabt. So.
Ende des Kapitels 10. Wir steuern sehr stark aufs Ende zu. Wenn ich richtig informiert bin, sind es noch 2 Kapitel, aber erstmal Kapitel 10, das Ende aller Tage, abgeschlossen. Speichern wir nochmal, wir haben es gerade erst gemacht, ist aber egal. Gleich hier drüber. Jawohl. So. Und damit rein in Kapitel 11, alternative Lösungen. Okay, so mittendrin irgendwo ins Flight Deck. Waren wir da nicht schon mal? Flight Deck? Ist das nicht da, wo hier... Gott, wie hieß er denn? Hier, der Chef von uns war. Wo der sich immer aufgehalten hat, bevor er sich dann mal gerappelt gefühlt hat, loszugehen selbst? Der Zack. Zack hieß er doch, glaube ich. Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Handler. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Das Arschloch, fällt mir gerade so ein, wenn er ein Unitologe ist. Das Arschloch lässt sich doch bestimmt das Ding aufs Shuttle packen und will dann damit auf die Erde fliegen, oder? Um das zu verbreiten? Das sehe ich schon kommen. So wird's sein, ganz bestimmt. So, jetzt will ich aber mal kurz gucken, wie viele Dingens ich hier habe. Wie viele Credits. Vielleicht können wir uns da ja mal irgendwas leisten. Ach, zwar. vielleicht auch nicht. Gut, gucken wir erst nochmal hier. Die Halbleiter können wir noch verticken. Ja, weg damit. So. Ansonsten Plasma-Energie, na gut, ein bisschen haben wir. Ist okay, denke ich. Wir müssen es nicht übertreiben. Fluglounge ist zu. Was? Monorail-Station? In die Halle, achso, okay. Hi! Hallo, ich habe dir auch in den Fuß geschossen. Das musst du schon mal honorieren, mein Freund. Dass ich dir in den Fuß schieße. Also wirklich. So geht's ja nun nicht. Ich erschrecke mich übrigens jedes Mal tierischst, wenn dieser blöde Funkverkehr angeworfen wird. Ja, hier war ich schon, glaube ich. Das kommt mir sehr bekannt vor, alles. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn der Funkverkehr angeworfen wird, da gibt es immer so ein Geräusch, das lässt mich jedes Mal zusammenzucken. Jedes einzelne Mal. Ich weiß auch nicht. Ich finde das Bild schön. So, hier lang, ja? Okay, Frachtraum, da steht es ja auch dran. Ja, Befehl von Captain Matthias, natürlich, den haben wir. Beziehungsweise vom ranghöchsten Offizier, seitdem die jetzt ein bisschen wegsterben, wie die fliegen, ne? Vom Kain. So, Werkbank brauchen wir nicht. Ich höre da unten viel Krach und ich sehe sie auch schon. So muss das sein. Da können wir schon mal von oben ein bisschen aufräumen hier. So. So, machen wir es doch gleich so. Da muss ich mir nicht den Stress da unten antun. Haben wir noch jemanden? Nicht. Okay. Na dann. Speicherpunkt gibt es ja oben keinen. Los geht's. Auf ins Verderben. Das sieht mir nach viel Kampfspaß aus hier irgendwie. Say what? Das klang beunruhigend. Oh. Our aim. No accidents. ja. Hat gut funktioniert. Da habt ihr euer Aim voll im Visier gehabt. So. Dann würde ich sagen, ihr habt kein Aim gehabt. Also im Sinne von keine gute Zielfähigkeit. Nennt man ja jetzt irgendwie so, oder? Also ich benutze das selbst nie, aber ich benutze viele Sachen nicht und es gibt ja auch viele Let's Player, die jünger sind als ich. Wahrscheinlich ist es moderner einfach, dass man sagt, ey, ich habe kein Aim heute, Alter, oder sowas. Finde ich schrecklich. Aber gut, wenn man meint, ich habe kein Zielen heute. Fracht Berg machen wir gleich, ich gucke mich erstmal um. Das ist genauso, ich habe auch schon gehört, ich will Fame werden. Leute... Fame ist ein Substantiv. Fame heißt schon Berühmtheit oder ja, so in der Art. Wenn ich berühmt werden möchte, heißt es famous werden. Wenn ihr schon Anglizismen benutzt, guckt es euch vorher an, wie es richtig heißt.
Secure all two guards. So, hier drüben haben wir auch noch was zum Öffnen. Noch mehr Credits. Und noch mehr platzraubende kleine Medipacks. Na super. So, und noch mehr Impulsprojektile. Und noch eine Kiste. Mensch, das ist ja hier wirklich mal wieder... Ich glaube, das zeigt, wie ernst das jetzt werden könnte mit uns hier. Denn wenn so viel uns geschenkt wird, hier schon wieder so viele Spinde zum Öffnen, dann muss... Oh, jetzt geht's schon los. Dann muss ja irgendwas sein. Ich wähle das mal hier aus. Ich weiß nicht, ob man... Ob die automatisch die kleinste erstmal nehmen, wenn ich jetzt hier Medipacks verbrauchen will, ob die automatisch die kleinen Medipacks als erstes nehmen. Das habe ich nicht so ganz gerallt, ob das wirklich so ist. Deswegen nehme ich das mal lieber übers Inventar. These tips could save your life. Concurrence Extraction Corporation. Secure all two guards. Das haben wir gerade schon gelesen, das wissen wir schon. Sekarek. Read all warning labels. Mache ich gerade. Read and understand the operator's manual. Never allow unauthorized personnel in areas. Ah, das wird schon kritisch. Keep distance from active machinery. Use stasis on cleared applications only. Naja, ich benutze Stasa auf alles. Safely work today. So, noch kurz da drüben auf. Plasma ist immer gut. Plasma war immer gut. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir mal ansetzen müssen. Ich gucke erst nochmal, ob wir vielleicht nachladen können. Können wir nicht. Gut, dann müssen wir ein bisschen Strahl wegschmeißen. Strahlmuni weg. Plasma-Energie. Ja, genau. Denn, so leid es mir tut für die Strahlmuni, ich benutze einfach den Plasma-Cutter viel lieber als die Strahlenkanone. Okay, hier in der Mitte ist nichts. Hier drüben haben wir vielleicht noch was. Nein, auch nicht. Doch, natürlich. Und ein Energieknoten sogar. Na, meine Güte. So, her damit. Mit dem Energieknoten. Credits, Credits. 1A. So, ach, irgendwie jetzt... Also ich habe jetzt zwischendurch so meine Hängephase gehabt, aber jetzt, wo das Ende in Sicht ist, muss ich sagen, fühle ich mich wieder ein bisschen erfrischter hier im Spiel. Vielleicht liegt es auch an der Aufnahmepause, die ich hatte. Please be careful with stasis. Immer. Immer. Nie anders. Ich benutze alles immer mit höchster Vorsicht, meine Freunde. Gut, dann wollen wir mal die Fracht bergen und die Horden von Gegnern auf uns zurollen lassen. Los geht's. Und hier, Ladies and Gentlemen, ist der Marker. Ich glaube, ich sollte nicht so nah dran sein. Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Chinesemodul benötigt. Warte, Chinese habe ich. Wow, what the fuck? Was? Was war denn? Ach nee, sag bloß. Aber wisst ihr was, da kann ich sogar mal... Alter. What? Ja, voll ja. So, da schneiden wir mal ein bisschen in Stücke hier, die Kollegen. Da kann ich sogar mal den breiten Strahl einsetzen. Der ist da vielleicht ganz günstig. An der Stelle mal. Das war's für den. Wenn der hier von sich jetzt auch mal bequem würde. Jawohl. So habe ich mir das doch ungefähr vorgestellt. So, einmal das. Mögen denn die Ärmchen in der Mitte nochmal... Ich dachte gerade, hinter mir ist was. Mögen denn die Ärmchen nochmal wiederkommen? Wir nehmen mal den hier. Komm, lass das Säckchen platzen. Na, geht doch. Ihr gebt sehr seltsame Geräusche teilweise von euch, muss ich mal so sagen. Nicht so wackeln. Ja, ja. Ist doch alles gut. Wer schreit denn hier so? Tut mir leid, wenn es wehgetan hat. Wo kam eigentlich der Arm her? Hier ist alles vollgestopft. Aber du musst ja nicht so blöd ankommen. Du kannst mich ja auch einfach meinen Job machen lassen.